So starteten die ganz in Grün spielenden Gastgeber auch. Nach 5 Minuten führte der SC Magdeburg bereits mit 5:1. Doch dann schlichen sich unerklärliche Nachlässigkeiten beim Abschluss ein. Beste Chancen blieben ungenutzt. Auch Rekordschütze Robert Weber versagten beim 7 Meter die Nerven. Eine Einladung für den Außenseiter, der sich rankämpfte und zur Pause nur 13:14 zurücklag. Von Bennett Wiegerts Team musste nach dem Seitenwechsel einfach mehr kommen. Doch trotz der teilweise schönen Treffer wie hier durch Linksaußen Lukas Mertens, mit 7 Toren heute bester Magdeburger Schütze, konnte sich der SCM einfach nicht entscheidend absetzen. Im Gegenteil, 5 Minuten vor Schluss war Ludwigshafen beim 26:27 wieder dran an der Sensation. Sein Team aber verhinderte am Ende die Blamage. Michael Damgaard setzte den Schlusspunkt zum alles in allem mühsamen 30:26 Arbeitssieg der Magdeburger gegen tapfere Eulen aus Ludwigshafen.